Beweis dafür, dass Nein, ich kann das nicht durchgehen lassen. Sie ein schlechtes Gewissen haben. Sie schaden unserem Volk durch aber diese Herr, Lügen. Aber Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet. Nein. Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum Nein. sage. Die Leute konnten ja lesen, Sie sagen den was Menschen Sie gesagt haben. Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Was haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten? Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich war doch mitten im Land in den letzten Tagen. Das stimmt doch gar nicht. Was Sie in diesen 10 Tagen gegen den amerikanischen Präsidenten... Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Ob so durchgehen? Können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Entschuldigung, das gibt es nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns. Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unwahrheit Nein. sagen. Sie sagen die Unwahrheit. Wenn Sie eben bestreiten, dass Sie im Vorfeld des Besuchs des amerikanischen Präsidenten und während dieses Besuches in unglaublicher Nein, Weise Sie haben, gegen diesen Herr Mann Reagan, hätte ich was gesagt zu Ihnen, Herr Bundeskanzler. Komm, Sie haben versucht, schon allein, Sie haben versucht schon allein die das, gegen uns auszuspielen. Schon allein das, was Sie jetzt eben hier im Wortspiel getan haben, zeigt doch, wes Geistes Kind Sie in der Frage sind. Und ein letztes, lassen Sie doch Heiner Geißler beiseite. Heiner Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie Ihre Leute auch. Und wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, aus seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, die ihn offensichtlich... Ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land. Och, Herr Brandt, also, Herr Brandt, lassen Sie doch solche Vergleiche weg. Die stehen Ihnen überhaupt nicht an. Lassen Sie bitte den Vergleich zwischen Geißler und Goebbels weg. Sie sollten sich schämen, hier eine solche Aufführung zu machen. Das zeigt doch, dass Sie die Nerven verlieren, weil man offensichtlich an Ihre Nerven herangekommen ist.